Ich bin Leiter der Selbsthilfegruppe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen, sprich der SAGF Wiesel. Was halten Sie von der Aktion? Die Aktion vom heutigen Tag, Santa Precaria, ist einmal sehr wichtig, um darauf hinzuweisen, dass heute immer mehr Menschen von Armut bedroht sind, unabhängig davon, ob sie eine Arbeit haben oder nicht. Es gibt immer mehr Fälle, wo Leute arbeiten gehen und trotz Arbeit mit Geld nicht auskommen. Sie haben ja gesagt, Sie sind von dieser Gruppe, von dieser Selbsthilfegruppe. Was sind Ihre Erfahrungen? Die Teilnehmer der SAGF Wiesel sind hauptsächlich Menschen, die arbeitslos sind bzw. Sozialhilfe beziehen und Frühpension sind. Das heißt, die sind allesamt so an der Armutsgrenze, wenn nicht drunter. Was sind die Konsequenzen von prekärer Beschäftigung für Einzelpersonen? Naja, das reicht bis hin auf Unsicherheiten bei Pensionen im späteren Leben dann, wenn man alt wird. Wenn das so überhand nimmt, wie es so jetzt anfängt, wenn das so weitergeht, dann wird natürlich auch das Pensionssystem in absehbarer Zeit krachen. Und das alles sind also keine sehr erfreulichen Aussichten. Also nicht nur für die einzelnen Betroffenen, sondern überhaupt für die gesamte Wirtschaft vom Land Österreich. Also. Wie viele Teilnehmer haben Sie in Ihrer Organisation? Das ist relativ verschieden, weil es kommen immer wieder so Leute als Gast vorbei, aber ich habe im Moment 8 Teilnehmerinnen und manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Es gibt immer wieder Fälle, wo wer in eine längere Zeit in ein Spital kommt oder ab und zu eine Arbeit und deshalb, also bekommt und deshalb ausfällt. Aber im Schnitt haben wir 8 Personen. Was sind Ihre Hoffnungen von dieser Aktion? Was erhoffen Sie sich? Ja, Aufmerksamkeit sowohl der Öffentlichkeit als auch der Medien. Und vor allem ist es mir ein großes Anliegen, wenn Leute, also die Journalistinnen und so, also öfter auch aus Sicht der Betroffenen berichten würden und nicht immer nur aus der Sicht der Wirtschaft oder der Politik. Haben Sie und Ihre Organisation Forderungen? Oh, jede Menge. Also ich bin Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens. Allerdings sehe ich ein, dass das nicht so bald verwirklicht werden kann. Nur auf dem Weg dahin verhungern wir die Leute. Also bin ich schon sehr dafür, dass es einmal eine bedarfsorientierte Mindestsicherung gibt und das so bald wie möglich.